Ja, was ist passiert? Die Flughelfer haben das Bumblebucket eingehängt. Der Hubschrauber hat Wasser aufgenommen in der Wasseraufnahmestelle. Die Container, die dort am Lastaufnahmeplatz dort stehen. Und der Hubschrauber hat jetzt einen Auftrag von der Einsatzabschnittsleitung Luft. Zunächst direkte Abwürfe, um das Feuer mal klein zu halten und dementsprechend auch das Feuer in den Griff zu bekommen. Und genau das sehen wir jetzt. Also die Arbeit der Flughelfer war im Prinzip, den Behälter anzuhängen für den Piloten. Der Pilot hat gefüllt. Und jetzt wird dementsprechend die erste Brandbekämpfung durchgeführt. Wir haben schön gesehen im Kolon, die Flammen sind bei dem, da wo Strom gebrannt hat, größtenteils eigentlich fast schon aus jetzt mal durch die Flammenbildung. Klar, da wo die Paletten stehen, da brennt es weiter, aber das Szenario wäre jetzt, wenn der noch zweimal drüber geht. Ich denke, man kann damit schön sehen, dass man die Flammen niederdrücken kann. Und dann wieder unter gewisse Kontrollschwellen kann, dass jetzt da zum Beispiel auch Bodenkräfte schon hingehen könnten. Und ganz Vegetationsbrand hat bei minus 10 Grad. Man sieht unten die Socke dran am Bucket. Ich gehe mir davon aus, das ist die Firesock, Stefan, oder? Ja, genau. Die ein bisschen für Zerstäubung sorgt. Also das ist eigentlich nur ein kleines Fliegengitter, so kann man sich vorstellen, also ein kleines Gitter. Das dafür sorgt, dass wenn Wasser durchgeht, das zerstäubt wird und eben erhöhte Zerstäubung da ist. Jetzt hat man mitgezählt, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 4 Minuten, 5 Minuten? Warum fliege ich Personal an die Einsatzstelle? Warum sollte ich zu Fuß gehen? Naja, es gibt sicherlich Regionen, wo ich vielleicht zu Fuß gar nicht hinkomme. Aber was man auch immer beachten muss, die sollen ja nicht zum Spaß hin und da vorne einfach rumsitzen, sondern die sollen vielleicht über Stunden Bodenbrandbekämpfung durchführen. Und wenn die dann erstmal 2 Stunden zu Fuß mit 20 Kilo Gepäck vielleicht in ein Einsatzgebiet marschiert sind, dann werden jeder, der ein bisschen Sport macht, weiß, nach 2 Stunden Fußmarsch mit 20 Kilo und dann noch 6 Stunden Arbeit vor Ort, irgendwann wird es körperlich kritisch. Die 2 Stunden muss ich in der Regel auch wieder zurückmarschieren. Also den Vorteil verschaffe ich mir, dass ich dadurch, wenn ich Personal transportiere mit dem Hubschrauber, einfach vielleicht 3-4 Stunden mehr vor Ort arbeiten kann. Und letztlich sollten die Einsatzkräfte am Boden ja vor Ort arbeiten und nicht Wanderungen durchs Gelände durchführen mit ihrem Gepäck. Ja, warum ist die Ausbildung so wichtig? Man sieht es jetzt schon beim Aussteigen. Die Einsatzkräfte gehen nach vorne weg, kniet sich nieder. Einer der gefährlichsten Bereiche am Hubschrauber ist natürlich der Heckrotor. Erstens hat der Pilot keinen Blick auf den Heckrotor. Zweitens ist er sehr nah am Boden. Und auch das sind Bestandteile der grundlegenden Ausbildung. Wie nähere ich mich einem Hubschrauber? Wie entferne ich mich? Wo sind die Gefahren? Was braucht man da in der Regel? Ich sage immer standardmäßig 2 Gruppen TMO und 1 Flugfunkfrequenz. Ja. Dann ist man schon mal ganz gut bedient. 1 TMO-Gruppe zur Bodenkommunikation, also aus der Abschnittsleitung mit den Flughelfern am Boden. Am besten 1 TMO-Gruppe vom Boden zur Luft, zu den Luftfahrzeugen hin, sofern die Luftfahrzeuge dann überhaupt BOS Digitalfunk drin haben. Ja. Ansonsten kann man vielleicht noch einen mit reinsetzen, der das mitbringt. Dann haben wir die 2 TMO-Gruppen vertan und 1 Flugfunkfrequenz, die eben sehr gut ist zur lokalen Einsprache. Kann man auch TMO oder sowas zur Einsprache nutzen? Besser als nichts. Besser ist aus meiner Sicht der Flugfunk. Stefan, nochmal bitte, wenn es bei euch anders ist, aber es ist der Standard. Warum? Hier geht es um das Thema Latenzzeit. Jeder weiß, drücke ich den TMO-Funk, warte ich, überlege mir, was ich sagen will und spreche irgendwann. Jetzt kann man das nachher sehen, was passiert, wenn der die Last absetzt, sagt 10, 5, 4, 3, 2, 1 die Höhe. Wenn ich das über TMO mache, bis das bei dem angekommen ist, ist die Last schon längst am Boden angeschlagen. Und der Flugfunk hat es nicht, da ist ja Analogfunk, da geht es sofort durch, drückt entsprechend Informationen ist über. Wenn man hier macht, hätte man schon mal Material vor Ort, mit dem man einen Angriff bodenbund durchführt. Ja, ein Flug, der vor Ort, wir sehen gleich, das wird vor Ort aufgebaut, wie das System dann ausschaut, kann aus der Luft mit Wasser befüllt werden, mit Mumblebucket, mit einem Semat, wie auch immer. Und dann kann ich Einsatzkräfte im abgesetzten Gebiet, also im abgelegenen Gebiet, arbeiten lassen. Genau, was man jetzt auch sehr schön sieht, ist die Lochline, von der wir vorhin gesprochen haben, die Verlängerungsleine. Wir warten kurz, bis er abgesetzt hat, dann werden wir noch 3 Takte dazu sagen. Er fliegt jetzt mit einer Verlängerung, in dem Fall würde ich sagen mit der 10 Meter Verlängerung. Die Flughelfer gehen vor, nähern sich der Maschine und hängen dann die Last aus, dass die nächste Last geholt werden kann. Das sieht jetzt damit auch von vorne genähert. Einsprache zum Piloten, der Flughelfer, der weiter weg steht von der Maschine, beobachtet das Szenario, hat Kontakt, Kommunikationskontakt mit dem Piloten.
Aber die beiden Flughelfer unter der Maschine machen die Last dabei. Das heißt, die hängen jetzt die Last in diesem Fall aus. Immer in Absprache. Und in der Regel wird immer gegen den Wind angeflogen, sodass der Pilot die Möglichkeit hat, die Maschine gut zu steuern. Auch das ist eine Aufgabe der Abschiedsreise Luft, zu sagen, welches Material geht wieder mit zurück, welches bleibt da, bleibt die Longline im Gewände liegen. Das Vierstrang-Gehänge, was wir eben gesehen haben, also diese vier einzelnen Stränge, die runtergingen, ist jetzt dieser Handbehälter angeliefert wird und wird natürlich dann in einem der nächsten Schritte mit Wasser befüllt, damit die Einsatzkräfte möglichst schnell für ihre Brandbekämpfung Wasser an der Einsatzstelle haben und nicht nur schnell, sondern auch nahe. Und man kann sich vorstellen, gerade wenn es um Spotfeuer oder Ähnliches geht, aber die Möglichkeit für drei oder vier Flügen, dort eine Wasserversorgung aufzubauen, Kräfte zu verfliegen und auch dann mal vor die Feuerfront zu kommen, falls man dort nicht mit der direkten Brandbekämpfung erfolgreich ist. Und auch da sind wir gerüstet, um schnell Personal und Material an anderen Stellen des Einsatzes zu fliegen und dort effektiv und zielführend dann die Brandbekämpfung durchführen zu können. Fangen wir vielleicht nochmal ganz vorne an, das kann man eigentlich mit dem Hubschrauber alles machen. Wir zeigen heute die Brandbekämpfungssachen, wir zeigen Lastarbeit, aber wie kann ich den Hubschrauber noch nutzen? Ich denke, gerade bei größeren Einsätzen auch sehr wichtig und aus meiner Sicht eignet sich gerade in der Regel die Landespolizei sehr gut dazu, eine Koordination aus der Luft. Der nächste Lastenflug ist mit der sogenannten Lufttransportbox Bayern. Die ist speziell von den Flughelfern entwickelt worden die letzten Jahre. Auch mit der Bundeswehr zertifiziert. Man braucht an der Tür, die da dran ist, um zum Beispiel eine Tragkraftspritze auszuladen, eine Mehrfachverriegelung, damit wir sicher sind, dass die im Flug nicht aufgehen kann, damit man dann dementsprechend in der Dokumentation nachschauen kann, an welcher Einsatzstelle ist was geliefert worden, wo habe ich die Reserveginister, wo habe ich mein Material und das dann auch wieder zielführend zurückbringen kann, um den Einsatz am Laufen zu bringen, damit wir effektiv vorgehen können gegen ein Feuer. Und genau das wollen wir bei der Vorführung auch darstellen, also Luftkräfte, Bodenkräfte, Spezialgerät und natürlich immer wieder die Ortsfeuerwehr, die als erstes an der Einsatzstelle eintrifft, die gut ausgebildet und ausgerüstet sein muss und dann natürlich für Spezialfälle, für größere Brände, dann genau die Technik, die jetzt gerade vorgeführt wird. Also es muss ein Zusammenspiel sein aller Möglichkeiten, sodass man dann wirklich effektiv und zielführend die Brandbekämpfung auch durchführen kann. Eine weitere taktische Maßnahme, die wir hier, ja, sagen wir mal, zu unserem Nutzen einsetzen, das ist das aktive Brennen, Feuer, Gegenfeuer, wie auch immer, welchen Begriff man gerade verwenden möchte. Hier verwenden wir es primär, um ein bisschen Lagedarstellungen zu machen, aber klar, solche abgesetzten Einheiten könnten auch, je nachdem, wenn sie eine entsprechende Ausbildung haben, also anfangen, irgendwelche vor der Front Gebiete auszubrennen, um dann... Ich unterbreche mal kurz. Man sieht jetzt auch die Wasserentnahme vom Hubschrauber am See. Man sieht gerade, wie er Wasser aufgenommen hat. In dem Fall mit dem Semat wird nicht geschöpft, wie mit dem Bumpy Bucket, sondern es wird das Bodenventil geöffnet, der Behälter wird eingetaucht, wird aus dem Wasser rausgezogen. Oben sind Löcher, wo die Luft entweichen kann. Und was man da sehr, sehr schön sieht, ist ein Riesenvorteil dieser Verlängerungsleine. Wir haben ganz, ganz wenig Downwash gehabt und es ist auch wichtig, dass der Abwind des Hubschraubers nicht an der Einsatzstelle auftrifft. Das sieht man ganz häufig, wenn man so mal YouTube-Videos anguckt, wie dann die Hubschrauber drüber fliegen, löschen, die Höhe passt nicht, es wird nicht mit Verlängerung geflogen und das Feuer wird schön angefacht, logisch, das ist ein großer Ventilator und wenn mit Verlängerung geflogen wird, ist es natürlich perfekt, dass man auch die Abwinde gar nicht an die Einsatzstelle bringen. Weitere Möglichkeit natürlich durch die Verlängerung, die man hat, ist, dass in engen Stellen Lichtungen Material abgesetzt werden kann, ohne dass der Pilot im Gefahrenbereich ist. Man kann bis zu 60 Meter Verlängerungsleine fliegen, ist überhaupt kein Problem, sodass er weit oberhalb der Baumwipfel dann anfliegen kann und kann sein Material dort absetzen. Wir werden jetzt gleich den Anflug sehen vom See und die erste Befüllung entweder der Heliskid Unit oder des Hangbehälters. Der Vorteil, die Möglichkeit Sprühstrahl und Vollstrahl einzustellen. Bei der Behälterbefüllung wird er natürlich an der Stelle selbstverständlich auf den Vollstrahl gehen, um das Wasser dann dementsprechend auch in den Behälter einzufüllen. Klar. Okay.
Wir sehen jetzt im Hintergrund einen Einsamen, der da hinten marschiert. Ich vermute, dass der zumindest ein bisschen Rauch machen soll, aber der auch wiederum den taktischen Abwurfkoordinator für die Kanadier darstellen soll. Also ich glaube, im hinteren, im Waldbereich wird die Kanadier abwerfen. Ich sehe sie noch nicht, aber das ist gedacht, eben die hinten abwerfen zu lassen. Das heißt, der hat wieder Flugfunk dabei. Der kann den Maschine einsprechen, kann sagen, 3, 2, 1, Wassermarsch, so ungefähr in dem Art. Ja. Und damit der Abwurf an der richtigen Stelle erfolgt, da wo er es am Boden braucht. Also man sieht, der Behälter hängt perfekt unter der Maschine, der Pilot versteht sein Handwerk. Die Bänderbewegung hat man natürlich immer, aber alles sehr gut im Griff. Kroatien 3000 hauptberufliche Feuerwehrleute, 32.000 freiwillige operative Feuerwehrleute mit insgesamt 150.000 Mitgliedern von freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren. Također Republika Hrvatska raspolaže sa 6 Kanadera i 6 Air Traktora. In Kroatien werken insgesamt 6 Kanadier und 6 Air Traktor. Te dva helikoptera koja se tijekom ljetne sezone priključuju u provođenje mjera zaštite od požara. Und zusätzlich werden noch zwei Hubschrauber, die sich zu den Brandschutzmaßnahmen hinzufügen. Uspostavili smo jedan zapovjedni operativni centar s kojeg se rukovodi i zapravo zapovjeda svim snagama koje gase požare preko ljeta. Wir haben während der Brandsaison eine zentrale Kommandozentrale, Feuerwehrkommandozentrale, von wo aus alle Einsätze geleitet werden. Zajedno sjede vojska, policija, civilna zaštita i lokalna samouprava u jednom zapovjednom mjestu. Hier sitzen auf einem Ort alle zuständigen Organisationen, das heißt die Polizei. Dieses Jahr haben wir mit Kanada Auslandeinsätze dreimal in Griechenland gehabt und letztes Jahr in Slowenien, in Türkei und auch Griechenland. I samo zajedničkim snagama, zemaljskim i zračnim, možemo požare pogasiti. Aber man muss immer im Auge behalten, nur mit gemeinsamen Wirken und von Land und Erdkräften kann man alle Waldbrände und Brände, Vegetationsbrände bekämpfen. Do dolaska Kanadera, evo vidjet ćemo, mogu reći da su to najoptimalnije snage koje mogu napraviti i vrlo operativne snage kod gašenja požara. Nose 6000 litara vode, kanaderi i traktori 3000 litara, do 3, ovisno opet o rezervuaru i težini i letu, naletu i tako dalje. Wir können sagen, Kanadier ist das beste Flugzeug für Einsätze für Löschen von Vegetationsbränden. Es hat ein 6000 Liter
Behälter. Die AirTactor haben doppelt so wenig, bis zu 3000 Liter in Bezug auf, wie man sie organisiert. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Wir sehen jetzt im Vordergrund auch noch einen kombinierten Bodenangriff. Auf der linken Seite ist TLF der örtlichen Einsatzkräfte. Dazu auf dem Hattifrauen ein Puppet-Roll-Betrieb, die da eben am Boden jetzt aktiv werden, um die Brandbekämpfung einzuleiten. Nebenbei wurde eben mit D-Schläuchen aus der Helix-Skid-Unit jetzt aufgebaut. Ich habe gesehen, ich glaube, die wurde jetzt aus dem TLF raus schnell befüllt, damit im Hintergrund die Kanadier reinkommen kann. Vielleicht noch ganz kurz zu den Abwurfcharakteristiken. Man hat es schön gesehen, den Vollstrahl, den man im Prinzip darstellen kann, dann den Sprühstrahl, jetzt der letzte Abwurf und auch der Unterschied zum Bumpy Bucket. Also jeder Behälter hat seine Vor- und Nachteile. Und ich denke, das hat man ganz gut auch auf der Teerfläche gesehen, wie das Wasser dann dort im Sprühabwurf verteilt wurde. Ja, da kann man sich ja die Frage stellen, kann man das nicht voraus alles wissen, was ich da jetzt brauche, welchen Sprühstrahl ich brauche oder welche Strahlwirkung ich brauche. Es mag Leute geben, die es wissen, ich kenne keinen. Letztlich sehe ich das eher andersrum und sage, es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren drin, wir müssen das kontinuierlich nachsteuern, müssen immer wieder dafür sorgen, dass es korrigiert wird und dann entsprechend die richtige Taktik, die richtige Abwurfcharakteristik gewählt wird an der Stelle. Ja, der Hubschrauber geht jetzt zur Landung, weil wir der Fläche jetzt weiterarbeiten und übergeben an die Kollegen aus Kroatien. Vielen Dank. Man sieht jetzt am Boden, wie da mit D-Schläuchen gearbeitet wird, aber auch mit Handwerkzeugen. Das gut. Hier haben Sie den Kanadier, der hier in Beschauung des Ortes Einsatzort ist und gleichzeitig das Wasser ausschlägt. Neben den Staaten, die ich vorhin angeführt habe, wo wir zur Aushilfe waren, waren wir außerdem auch in Portugal und Israel. Wir werden auch bereit sein, nach Deutschland zu kommen, wenn Sie unsere Hilfe brauchen. Nochmals ein großes Dankeschön der deutschen Regierung, allen Feuerwehrleuten und dem Organisator dieses Events. Wir werden noch ein paar Abwürfe des Wassers vom Kanadier sehen. Sie können dann schauen, wie das genau aussieht. Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, auch wir sagen alle hier vielen, vielen Dank für die Show dazu.
Ich habe gerade auf dem Flugfunk mitgehört, also der Abwurf wurde eingesprochen, hinten vom taktischen Abwurfkoordinator, der gesagt hat, wo brauche ich das Wasser, welche brauche ich, gibt es Feedback dazu. Alles Info noch, der Stefan hat es schon rübergegangen, der hält nachher noch einen Vortrag beim Symposium drüben, gerade stellt er das Flughelfersystem Bayern vor. Ich erzähle morgen noch ein bisschen was zum Einsatz aus der Sächsischen Schweiz, um die Erfahrungen eben da auch gerne zu teilen. Vorne geht es gleich mit der nächsten Vorführung von Rheinmetall weiter. Leider wird nur ein Funkmikro vermisst, also derjenige, der es mitgenommen hat, bitte nochmal schnell herbringen, dann geht es gleich mit Rheinmetall weiter.